ich das letzte Mal gehört habe, ne? Was ich getroffen habe. Deswegen ist es auf alle Fälle ein schönes Gefühl, gerade wenn man das Spiel dann auch gewonnen hat, ne? Wenn man das Spiel nicht gewinnt, dann bringt es ja auch nichts, wenn man das Ding reingemacht hat, ne? Und ich denke, gerade in so einem emotionalen Spiel, das es dann in der zweiten Halbzeit gestern auch war, ja, es ist auf jeden Fall schön, mal wieder getroffen zu haben. Man hat, glaube ich, beim Jubeln gesehen, dass ich mir vorher nicht so viel Gedanken darüber gemacht habe. Da wusste ich nicht so ganz, was ich machen sollte. Ich bin sogar fast an unseren Fans vorbeigelaufen. Aber zum Schluss habe ich sie dann doch noch gefunden. Ich wäre es gelogen, wenn ich sagen würde, ich wollte nicht da hinhauen. Das stimmt schon, dass es so hinhaut, ist natürlich dann umso besser. Vor allem ja auch eine super Flanke, also nicht zu fest, nicht zu locker, dass du da natürlich auch ganz gut in den Ball reingehen konntest dann. Und ja, dann habe ich ihn ganz gut erwischt. Und so ein Typen, der auf der völlig falschen Seite steht, ja, das haben wir, völlig falschen Ball. Genau, da haben wir gestern schon drüber gesprochen. Ja. Die Konstellation ist dann auch extraordinär. Ne? Und da auch nochmal ein Dank an Hals, dass er das Ding so schön da reingeflankt hat. Und dann, ja, also ich wollte ihn schon da hinhauen, das kann man dann, glaube ich, auch sagen. Ja.